Und jetzt kommen wir zu dem, was eigentlich wirklich spannend ist. Und da gilt jetzt auch wieder wie beim letzten Mal, am besten ein neues Blatt quer nehmen. Ich habe hier wieder das Phasendiagramm. Hier werde ich die Abkühlkurven hinmalen. Und wir haben jetzt nicht mehr so viele Dinge, die wir klären müssen. Ein paar Begriffe, die noch geklärt werden müssen. Aber die meisten sind eigentlich schon da, sodass ich den Teil der Tafel wieder dafür verwenden möchte. Also es geht jetzt um ein Phasendiagramm. Ein binäres, bestehend aus zwei Komponenten. Mit vollständiger Löslichkeit im flüssigen und teilweiser oder Unlöslichkeit im festen Zustand. Machen wir es so. Ich habe wieder meine Temperaturachsen. Und wieder die Komponenten A und B. Auf der Konzentrationsachse habe ich von links nach rechts eine Zunahme der Komponente B. Und dieses Phasendiagramm sieht ein wenig anders aus. Und zwar können Sie sich so ein bisschen vorstellen wie eine Schellenkappe zu Karneval. Sie haben hier den Schmelzpunkt der Komponente A und hier den Schmelzpunkt der Komponente B. Und jetzt müssen wir das Ganze beschriften. Was finden wir wo? Wie sieht es hier oben aus? Was haben wir hier? Flüssig? Sagen Sie auch flüssig? Flüssig? Sieht gut aus, ne? Wenn das die Schmelztemperaturen sind, dann haben Sie hier tatsächlich Schmelze. Ich schreibe S hinein. Wenn hier oben Schmelze ist und das sind die ersten Linien, die ich sehe, wenn ich von hohen Temperaturen komme, wie heißen wohl diese Linien? Die heißen Liquiduslinien, genau.
Und jetzt wird es ein bisschen tricky. Wo vermuten Sie den Solidus? Ja, ich mache das mal ein bisschen schräger an der Stelle. Warum nicht? Genau, dann wird das hinterher deutlicher. So, Sie wollten dies hier als Solidus-Linie haben oder dieses hier? Dieses hier. Denken Sie dran, die Solidus-Linie, ist nicht falsch, die Solidus-Linie ist die Linie, die quasi die oberste Linie, unterhalb der alles fest ist. Also die erste Linie, die, wenn ich von oben abkühle, also von hohen Temperaturen komme, unterhalb der alles fest ist. Welche dieser Linien würden Sie nehmen? Diese, 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 diese oder diese hier? Alle. Alle. Okay, im Prinzip ist es richtig. Alle Linien, die ich hier gezeigt habe, liegen bereits im Festkörperbereich. Perfekt, das ist richtig. Die wirkliche Solidus-Linie ist aber nur diese hier. Und diese hier. Diese beiden Linien hier, die kriegen gar keinen extra Namen. Ja? Die dürfen hier nicht benannt werden. Die gibt es zuhauf in jedem Phasendiagramm. Die werden allgemein als Entmischungslinie bezeichnet. Und das hier auch. Und diese Linie hier, die bekommt einen ganz besonderen Namen. Werden wir uns aber gleich erstmal wenden. Ich möchte erstmal gucken, ob wir den Rest hier einfüllen können, ausfüllen können. Was muss ich in dieses Phasenfeld hineinschreiben? Was schreibe ich hinein? Okay, flüssig fest, das ist der Zustand, das ist richtig. Das schreibe ich mal temporär hinein. Ich schreibe mal einmal die Aggregatzustände hinein. Hier haben wir flüssig, flüssig fest, hier ist auch flüssig fest. Schreiben Sie das ganz klein an den Rand, nicht so in die Mitte muss noch mehr. Ich wische das auch gleich wieder weg. Hier habe ich, hier ist fest, hier bin ich fest und hier bin ich fest. Jetzt brauche ich trotzdem, dann mache ich das jetzt mal mit einer anderen Farbe, genau, machen wir das so. Hier haben wir die Schmelze. So, flüssig fest. Was schreibe ich in dieses Phasenfeld hinein? Alpha. Richtig. Und was ist noch mit dabei? Ja, die Schmelze. Die Schmelze, ganz genau. Schmelze plus Alpha-Mischkristall. Prima. Was steht in diesem Phasenfeld? Genau, wunderbar, weil ich ganz rechts an der Komponente B bin. Was steht in diesem Feld? Es ist Alpha und nichts anderes als Alpha, nur Alpha. Und da sind wir genau bei dem hier, teilweise Löslichkeit im festen Zustand. Hier haben Sie einen einzelnen Mischkristall, nämlich nur den Alpha-Mischkristall. Und deswegen ist es löslich im festen Zustand. Was muss denn hier stehen? Beta, richtig. Und hier? Alpha, nicht Alpha-Beta. Wenn Sie Alpha-Beta da reinschreiben, dann sieht es so aus, als wäre es nur eine Phase. Das ist nicht richtig. Es muss tatsächlich hier stehen Alpha plus Beta. Das heißt, wir haben hier eine Phase, hier haben wir
zwei Phasen. Hier haben wir zwei Phasen. Hier haben wir eine Phase. Hier haben wir eine Phase. Und hier haben wir eine Phase. Super, vielen Dank. Absolut. Zwei Phasen. Ja, ganz richtig. Ja, danke. Das ist ganz richtig. Zwei Phasen sind da. Ja, und eben diese, wenn Sie das so schreiben, dann würde es aussehen, als sei es ein Mischkristall aus Alpha- und Beta-Mischkristall. Das ist aber nicht der Fall, sondern tatsächlich haben Sie hier zwei Phasen vorliegen. Weil ich jetzt in diesem Phasendiagramm ein wenig weiter schreiben möchte, würde ich alles, was wir jetzt hier so in Blau und Grün zusammengetragen haben, wieder auswischen. Wenn bei Ihnen das Phasendiagramm voll ist, nehmen Sie eine neue Seite und machen Sie es nochmal als leeres Raster.